Dieses RGB hat eine integrierte Gaming-Maus. Wie geil ist das denn? Aber mal Spaß beiseite. Paragon hat mir vor einiger Zeit eine Nachricht geschrieben und mich gefragt, ob ich ihre Paragon Flex Gaming-Maus mal testen will. Ich kannte die Maus vorher auch noch nicht. Für einen Preis von 60 Euro sieht sie aber ziemlich einzigartig aus. Und daher dachte ich mir, warum nicht? Ich bin aber nicht dazu verpflichtet, hier irgendwas schön zu reden. Meine Meinung ist also wie gewohnt 100% neutral. Und eine schon mal vorweg. Die Maus ist für jeden perfekt, der einfach nicht genug RGB kriegen kann. Schauen wir erstmal, was im Lieferumfang enthalten ist. Die Maus kommt in einer kleinen Schachtel. Zieht man die erste Papierschicht weg, hat man so eine Warnung, dass sich etwas Großartiges in der Verpackung befindet. Ziemlich sympathisch gemacht. Ansonsten findet ihr auch quasi nur die Maus in der Verpackung. Was sollte man auch sonst noch dazulegen? Und ein Hinweis, wo ihr die Software downloaden könnt. Was aber definitiv schon mal einzigartig ist, ist der Anschluss. Denn es ist kein normaler USB-Anschluss, sondern USB-C. USB-C ist einfach die Zukunft. Von daher finde ich es gut, wenn Hersteller auf diesen Anschluss setzen. Und dadurch kann man die Maus auch easy ohne Adapter an Smartphones und Tablet nutzen, falls man sowas brauchen sollte. Apropos Adapter, ein Adapter von USB auf USB-C ist dennoch im Lieferumfang enthalten, für diejenigen, die keinen USB-C-Port am PC oder am Laptop haben. Da braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen. Paragon Flex wiegt 84 Gramm, ist damit etwas schwerer als der heutige Standard, aber immer noch akzeptabel, hat eine Länge von 123 mm, eine Breite von 66 mm und eine Höhe von 38 mm. Sie hat ganz normal 5 Tasten. Und auf der Unterseite findet ihr noch einen Knopf für die Polling Rate, die B-Switch-Button und einen On-Off-Schalter für die Beleuchtung. Was das übrigens für Mausgleiter sind, kann ich nicht sagen. Sieht aus wie herkömmliche, mittlerweile etwas veraltete Teflon-Gleiter. Trotzdem ist die Gleitfähigkeit nicht unbedingt schlechter als bei anderen mit PTFE-Gleitern. Die Frage ist dann natürlich, wie langlebig diese sind. Notfalls kann man aber immer günstig welche nachkaufen. Wie ihr schon seht, ist die Maus komplett glossy transparent, was auch für diese absolut crazy RGB-Beleuchtung sorgt. Also wirklich. Egal ob kunterbunt oder einfarbig, die Beleuchtung ist einfach sexy bei der Maus. Und einer der Hauptgründe, warum man sich diese Maus holen sollte. Dennoch bin ich der Meinung, dass diese Materialwahl falsch war. Denn auch wenn es dir nicht crazy aussieht, liegt es nicht nur etwas rutschiger in der Hand als matte Mäuse, sondern die Maus ist dadurch unglaublich, also wirklich unglaublich Fingerabdruck, Dreck und Fett anfällig. Bei dem Ding kannst du direkt ein Tuch neben den Tisch legen und alle 2 Minuten drüber wischen. Es ist nicht mehr witzig und ehrlich gesagt auch ein wenig nervig. Rein spieletechnisch hat man aufgrund der matten Flächen an der Seite zum Greifen dennoch nicht den größten Nachteil, aber wer wirklich die 100% rutschsichersten Mäuse will, sollte sich eine andere holen, die matt ist. Oder eben Grip-Tapes nutzen, was bei dieser Maus aber kontraproduktiv ist, da man dadurch die ganze RGB-Beleuchtung verdecken würde. Der Shape der Paragon Flex ist eigentlich ganz gut, ein sehr universeller Shape, der sich theoretisch auch für Linkshänder gut eignet und am besten für Claw oder Fingertip geeignet ist. Liegt für mich aber sehr angenehm in der Hand, ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Das Kabel ist 1,8 Meter lang, gesleeved, leicht und flexibel. Probleme hatte ich damit nicht. Wer allerdings Probleme mit Mauskabeln haben sollte, kann ja mal ein Mausponcho ausprobieren. Doch ist die Maus auch technisch zu gebrauchen? Ja, das ist sie auf jeden Fall. Mit dem Pixart PMW3389 hat sie einen ziemlich guten Sensor, der bis zu 16.000 dBi schafft. Ich bin auch ehrlich gesagt der falsche Ansprechpartner, welcher Sensor jetzt zu 100% der beste ist. Aber was ich sagen kann ist, dass alles, was irgendwie Pixart 3360, 3370, 3389 ist, da merkt man quasi keinen Unterschied. Die funktionieren alle super und präzise. Ebenfalls wichtig sind die verwendeten Mausschalter, da diese maßgeblich das Klickgefühl der Maus bestimmen. Paragon hat sich hier für Wano Switches entschieden, die ein gutes, aber auch ziemlich festes Klickgefühl haben. Sind in Ordnung, aber sicherlich nicht jedermanns Sache, da sie vor allem im Vergleich mit den meisten, standardmäßig verbauten Omron-Schaltern, sehr schwer sind. Ich meine, verstehe mich nicht falsch. Es hat mich bei meinen Gaming-Sessions nie eingeschränkt. Trotzdem könnte es sein, dass sie für einige etwas zu schwer auszulösen sind. Also, schwer natürlich in Anführungszeichen. Es ist jetzt nicht irgendwie anstrengend oder so, die Maustasten zu drücken. Überzeugt euch aber bei einem kurzen Soundtest selbst von den Switches. Let's go! Auch erwähnenswert ist die Software, die ihr euch bei Paragon kostenfrei herunterladen könnt. Hier könnt ihr den üblichen Kram machen, dB einstellen, Makros oder andere RGB-Effekte. Und über die RGB-Beleuchtung möchte ich auch nochmal ganz kurz separat sprechen, da sie wirklich einer der wichtigsten Aspekte bei der Maus ist. Mir gefällt eigentlich die Rainbow Villa am meisten, aber auch einfarbig ist wirklich sehr schön. Nicht jedermanns Geschmack, aber mir gefällt es. Vor allem optisch ein absoluter Hingucker. Allerdings ist mir noch ein anderes kleines Problem aufgefallen, denn ihr seht schon, die obere Schale der Maus ist quasi aus einem Guss und es sind nicht mehrere separate Teile.
Das hat zur Folge, dass man mit kräftiges Drücken in der Mitte bereits die Maustasten aktivieren kann. Etwas unschön, aber dennoch nichts, was mich in der Praxis gestört hat, weil es gar nicht auffällt, wenn man das nicht bewusst macht. Wir haben ja so eine Gaming-Maus, die für einen Preis von 60 Euro fast alles bietet, was man braucht. Gute Ausstattung, angenehmer Shape und eine schicke LED-Beleuchtung. Doch für 60 Euro gibt es auch sowas wie eine Glorious Model O, X-Mines Air und viele andere Top-Mäuse. Wieso sollte man sich also für diese hier entscheiden? Ehrlich gesagt ist die Frage berechtigt, denn eine X-Mines Air beispielsweise sagt mir auch viel mehr zu als diese Paragon Flex. Doch sie hat eine Sache, die fast keine Maus hat. Und das ist eben, so blöd es auch klingt, die RGB-Beleuchtung, die sich über die ganze Maus zieht. Das ist nicht nur einzigartig, sondern auch ziemlich hübsch. Braucht man sowas? Nein. Will man sowas? Naja, das müsst ihr letztendlich entscheiden, denn Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Wer die beste FPS-Gaming-Maus mit dem besten Grip möchte, sollte nicht zu dieser Maus greifen. Denn mit ihrem Gewicht von 84 Gramm und dem Glossy Coding wisst ihr das definitiv nicht. Wem aber die Optik wichtiger ist und bereit ist, ein paar Kompromisse einzugehen, der kann zu dieser Maus greifen. Denn spielen kann man damit schon, ich habe sie einige Wochen ausprobiert und war damit genauso schlecht wie mit anderen Mäusen, also das übliche halt. Würdet ihr euch die Paragon Flex holen oder seid ihr doch eher Fan von einer dezenten oder vielleicht sogar von gar keiner Beleuchtung? Lasst mich das gerne mal wissen. Bewertet das Video, um mich ein bisschen zu unterstützen und dann sieht man sich beim nächsten Video. Ciao.